Ihr könnt da durchgehen, oder? Gucken wir mal kurz. Ja, sieht gut aus. Jo. Und dann können wir auch mal hier in das Felonius Gists Herrenhaus. Wir mal vorsichtig sein. Es ist auf jeden Fall schon mal verschlossen. Versteinerte Statuen. Beziehungsweise Statuen. Felonius Gist. Fort mit euch, Bettler! Unglaublich, welche ruchlose Gottheit habe ich denn verärgert, dass mein Heim von einer Bande schwer bewaffneter und verwüster Räuber umbrannt wird. Hier sei reinzuschauen, ist in der Tat unhöflich, wenn nicht sogar verboten. Was habt ihr mir zu sagen, damit ich euch nicht in den Kerker werfen lasse? Entschuldigt die Störung, wir machen uns sofort auf. Gut, und besputzt beim Boden nicht noch einmal. Okay, der Kumpel hier. Die Jungs sehen viel zu lebendig aus, um normale Statuen zu sein. Nichts leichter als das. Okay. Das heißt, hier sind wir jetzt eigentlich fertig. Wo gucken wir als nächstes? Ich glaube, in dem Bereich. Und dann wandern wir einmal so rüber und machen den Bereich als letztes. So oder so ähnlich. Hä? Gut. So wollte ich das nicht. Muss ich etwa erst nach da? Gut. So. Dann nach da. Ja, das sieht schon mal besser aus. Zur erröteten Nix. Errötende Nixe. Okay, das klingt schon mal nach keiner so guten Taverne. Lieferanteneingang der errötenden Nixe. Bitte nicht eintreten. Bürgerliche. Eine Kiste. Eine Kurtisane. Okay, dürfte eigentlich klar sein, wenn das Lokal schon errötende Nixe heißt. Und genau, wir sind jetzt oberhalb des anderen Gebietes. Ey, du siehst aber wichtig aus. Bilbara. Reise, habt ihr einen Augenblick Zeit, damit ich euch reden kann? Ich bin Bilbara, eine Magierin von geringer Macht. Ich habe von einer Gruppe Söldner gehört, die auf Arbeitssuche sind. Und ich nehme an, dabei handelt es um euch. Trifft dies zu? Nein, wir sind keine Söldner. Wir tragen nur Waffen und töten der Erfahrung wegen alles Mögliche. Fragen wir mal, worum es geht. Ich möchte euch meine Dienste nehmen. Ich zahle jedenfalls 10 Goldmünzen für ein heldenhaftes Abenteuer. Ist das nicht allzu viel? Doch mehr habe ich nicht. Ein böser Magier hat Namara, mein einziges Kind, mit einem Fluch belegt. Sie ist schwer krank und wenn ihr nicht alsbald geholfen wird, muss sie sterben. Der Magier, der daran schuld ist, heißt Jago und ich weiß, dass er den Gegenzauber besitzt, mit dem sich der Fluch ausheben lässt. Wollt ihr ihn für mich suchen? Ich bitte euch inständig darum. Natürlich. Er hält sich in einer Lokalität namens Leuchtende Laterne auf. Das ist ein Tummelplatz von allerlei üblichem Gelichter. Ein Schiff, auf dem Schurken und Bösewichte ihr Unwesen treiben und die Freundenmädchen ihren Geschäften nachgehen. Alles, was ich euch verlange, ist, dass ihr Jago findet und ihm sein Zauberbuch abnimmt. Meine Zauberkünste reichen aus, um den Fluch aufzuheben, wenn ich nur die Formel dazu kenne. Wenn ihr fertig seid, kommt zum Wirtshaus Feiern der Stör, wo ihr mich in den nächsten Tagen antreffen werdet. Jo.
das war genau das Schiff im Hafen, was wir nicht betreten haben. Wir haben uns der Bitte einer Frau namens Brill Barra angenommen. Sie möchte, dass wir einen Mann namens Iago finden. Iago hat Brills Tochter verflucht, zu sterben. Nur von ihm erfahren wir den Gebenzauber. Wir können ihn in den leuchtenden Laternen finden. Wenn wir unseren Auftrag erledigt haben, werden wir Brill Barra im feiernden Stör wieder antreffen. Okay. Bürgerlicher. Bürgerliche, die sehen alle noch, die sehen alle gewöhnlich aus. Stadtmauer, bürgerlicher, Schrein von Ilmata. Das ist ein kleiner Schrein, aber wirklich klein. Ja, und du siehst eher aus wie ein Bettler als wie ein Priester. Gut. Eine milde Gabe. Hier eine Goldmünze. Okay. Ja, nicht leichter als das. Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Was wollt ihr? Gut. Hier hängt nur ein Bettler rum. Ich dachte, hier wäre auch wenigstens ein Ilmata-Priester. Na, kommt schon. So, danke schön. Nein, in die Kanalisation will ich immer noch nicht. Oh, das hier sieht ein bisschen aus wie Slums. Aber nur ein bisschen. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Eure, die ihr wünscht. Ich hab genug davon. Ja, immerhin geh mal da rein. Hier lang. Da ist eine Frau. Ich hab genug davon. Hier oben scheint niemand gerade zu sein. Also können wir uns hier nach einem Engelshautring oder Himmelshautring. Ein Buch. Okay. Dinge als Baldur's Gate, an die ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Gold. Verschlossen. Und da ist auch nichts drin. Okay. Ha. Denn ich verschwinde jetzt. Was wünscht ihr? Ich kenne euch zwar nicht, aber ich kann euch nicht auf die Straße setzen. Okay, das kennen wir schon. So. Nichts leichter als das. Hier ist nichts. Hier sind 19 Goldmünzen. Die hätten wir auch wieder mitnehmen können. Und das war's auch schon hier. Jupp. Das ist der obere Bereich. Also ziemlich klein eigentlich. Ah, aber in der erröteten Nixe waren wir noch nicht. Das geht mal an Kali zum Verkauf. Du hast auch noch Zeug zu verkaufen. Das ist ein Questgegenstand. Das ist der nicht identifizierte Stab. So, gehen wir mal in die errötende Nixe. Ich latze. Du Talisa und streiten es nicht ab. Er ist nicht nach Baldur's Tor kommen sollen. Viele Warnungen halten, aber du hast sie ignoriert. Jetzt bezahlen dafür. Tut mir leid, aber Latze muss töten. Moment mal, Dummkopf. Warum sollte ich denn Talisa sein? Sehe ich etwas wie ein Held? Talisa ist der Inbegriff der Zerstörung mit flammenden Augen und dröhnender Stimme. Meine Gefährten und ich sind eine einfache Leute. Langsam hängen mir diese Drogen zum Hals heraus. Überall, wo ich hingehe, werde ich bedroht. Ohne Topaschi wäre genauso enden wie all die anderen. Wie wäre es, wenn du uns das einfach gehen lässt? Ich gehe einfach durch diese Tür hinaus, gut?
Nein, Lazio muss töten und Köpfe nehmen. Köpfe wichtig, damit Lazio beweisen, töten. Köpfe nicht vergessen. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. Dummdiddledei, aus dir mach ich Prahl. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Wow. Lass Imo in den Ruhe. Ich stirb einfach, Lazio. Salisa Heil Minsk? Ja, Hira Heil Minsk. Das war etwas knapp. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ein Engelshautring. Das hat sich ja richtig gelohnt. Und ein Haufen andere Geschmeideteile. Oder Schmuckteile. Und nicht identifizierte Handschuhe. Gut. Ihr habt eine Aufgabe? Was? Dann heilen wir ihn noch ein bisschen. Ja, gut. Wir können es uns leider nicht leisten, 8 Stunden zu rasten. Borg. Hey, Freund! Einen guten Tag, Witschi. Ihr habt sicherlich von der erröteten Nixe gehört und seid deswegen hergekommen. Wer hierher kommt, tut es selten zufällig. Es kann hier recht gefährlich werden. Auf jeden Fall ist eure Brieftasche hier alles andere als sicher. Darf ich fragen, welche Dienstleistung ihr anbietet? Also hier kann man schlafen und einen saufen. Hallo Kumpel, machst ein freundliches Gesicht. Was bist du? Bitte, ihr müsst uns vor diesem schrecklichen Eisen retten. Warum vergießt ihr solche Tränen über eine Krise, die viel eher politischer Natur ist? Wir tun, was wir können, liebe Freundin, aber eine solche Rettung ist ein langer und schwieriger Prozess. Warum muss das Böse immer nur so schnell sein, während das Gute hinterherhinkt und sich zurückhält? Wie ein verlegener junger Bruder, ich bete, dass uns die Götter eines Tages schnellere Helden senden. Hallo? Hier wäre der Personalausgang, glaube ich. Da würde es nach oben gehen. Ich bin ganz Ohr. Und die blockiert uns die Tür. Ins Lager. Ah ja. Obwohl, da geht Imoen alleine rein. Ich bin ganz Ohr. Das sind aber große Kisten. Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Nö, nichts Interessantes. Und nach oben kann Imoen auch alleine gehen. Es hat sich echt gelohnt, den da zu töten. Ihr seid ein Glückspilz, so leicht man nicht. Spieler. Ich hab genug davon. Spieler, noch mehr Spieler. Der Bürgerliche. Hier ist niemand. Nö. Jetzt lässt der mich nicht raus. Beweg dich weg, los. Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Ja. Glotz mich nicht so an, beweg dich weg. Jawohl, danke schön. Gut. Ich hab genug davon. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Nichts gegen sich bewegende Charaktere, aber wenn sie einem den Weg versperren, sind sie einfach nur nervig. Bitte, sucht euch einen. Du bist eine Magd. Nee, stört mich nicht, ich hab zu tun. Okay. Gut. Das war das. Das heißt, es geht hier weiter. Ich habe kein Interesse, mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Warum kommst du dann und sprichst mit mir? Oh, ich wünschte, diese schreckliche Eisenkrise würde ein Ende nehmen. Ich habe mir neulich einen neuen Spiegel gekauft und ich schwöre euch, der Rahmen zerbrach noch vor dem Glas. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie wir Adligen unter diesen Umständen am Leben bleiben sollen. Arbeiten?
In dieser Eisenkrise geht es um mehr als eure belanglose Eitelkeit. Ein zersprochener Spiegel, das bedeutet 7 Jahre Pech. Dazu 10 für das Metall. 10 extra für Metall. Meine Güte, diese ganze Region wird für Generationen verflucht sein. Gut. Jo. Hm.